Peace, Leute, willkommen zu einem der letzten Videos von mir in diesem Jahr. Es ist Dezember und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Aufstellung von allen Sneakern, die dieses Jahr rausgekommen sind. Also beziehungsweise nicht eine Aufstellung, sondern halt die besten davon. Und deswegen muss ich auch sagen, der Titel ist leider etwas Clickbait. Es sind nicht 10, sondern 12. Aber ich denke, da kann man drüber hinwegsehen. Ich habe euch meine 12 Lieblingssneaker ausgesucht, die dieses Jahr released worden sind. Deswegen, es gibt unfassbar nice Sneaker, die heute vor einem Jahr vielleicht herausgekommen sind. Aber das war dann leider nicht 2020. 2020 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Und ja, ich zeige euch jetzt aber die besten Sneaker daraus. Ich habe nicht alle davon. Aber 8 von den 12 sind hier in meinem Besitz und die werde ich euch gleich dann natürlich auch live zeigen, aber natürlich auch bei den anderen dann Bilder einblenden. So, wir fangen an mit Sneaker Nummer 1, dem letzten Platz sozusagen. Nichtsdestotrotz ein Sneaker, den man sich aus 2020 auf jeden Fall nicht wegdenken kann. Es ist der Babestar, ein Schuh, der schon lange existiert. Der ist dieses Jahr nochmal in Weiß rausgekommen und den habe ich einfach unfassbar oft bei Leuten gesehen. Es ist aber ein Schuh, der auf jeden Fall in so einer Aufstellung genannt werden muss, weil es einfach so ein Klassiker aus diesem Jahr ist, beziehungsweise der in diesem Jahr nochmal seinen Hype wieder hatte. Und deswegen ist es für mich verdienter Platz 12. Auf keinen Fall jetzt einer der Top-Sneaker, die ich immer trage. Den hatte ich vielleicht, keine Ahnung, ich sag mal 10-mal an oder so, oder vielleicht 8-mal, ich weiß nicht. Ich musste mich da um andere Sneaker eher kümmern als um den hier, sag ich mal. Der aktuelle Preis liegt roundabout bei 200 bis 300 Euro, würde ich sagen, wenn du den neu haben willst. Jetzt nicht unbedingt viel mehr, würde ich mal tippen. Wenn du den jetzt auf StockX kaufst oder so, dann kostet er vielleicht 500, kommt auf die Größe an. Aber man kommt auf jeden Fall für weniger auch dran. Kommen wir zu einem Sneaker, der ebenso wenig aus 2020 wegzudenken ist wie der Babestar. Und zwar ist es der Louis Vuitton Trainer Sneaker. Die hat letztes Jahr auch schon super ihren Hype mit den ersten Modellen. Und jetzt ist ja dieses etwas klobigere Modell davon rausgekommen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein wunderschöner Schuh, der dieses Jahr aber wirklich komplett auseinandergenommen wurde. Unter anderem natürlich auch von mir, aber ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Bin ich ganz ehrlich. Es ist so ein nicer Schuh, aber der ist so überrannt. Jedes zweite Bild gefühlt auf Instagram hat jemand diesen Schuh hier an, was auch kein wirklich nicht schlimm ist. Das ist ja bei dem Air Force auch so, sag ich mal. Aber das hier, da fällt es irgendwie mehr auf, muss ich sagen. Also, wunderschöne Silhouette, geisteskranke Qualität, schöne Colorways sind rausgekommen. Deswegen auf jeden Fall unter den Top-Sneakern in diesem Jahr. Aber im Moment trage ich ihn gar nicht mehr. Ich habe ihn seit 2 oder 3 Monaten oder ja 3 Monate eher gar nicht mehr angehabt. Ist ein super bequemer Schuh auch. Aber ja, halt irgendwie was ich im Moment nicht mehr so geisteskrank feiere. Dennoch ein Top-Schuh aus 2020 und ich denke, da werden mir auch alle von euch auf jeden Fall zustimmen. Leute, wir sind bei der Top 10 jetzt offiziell angelangt. Platz 10 ist der Jordan 4. Da ist so ein Pack released worden, wo es einmal diese Teile hier in grün gibt, einmal in blau, einmal in lila und einmal in rot. Und ich habe den lila genommen. Den finde ich am nicesten davon. Ich habe jetzt zwar den roten, ich hatte den tatsächlich kein einziges Mal an, wie ihr an der Sohle seht. Und hier drin sind sogar noch diese Pappteile, die man da reinsteckt. Aber also es ist wirklich ein nicer Schuh, aber ich ziehe lieber den ganz weißen an. Ich habe ja auch noch den ganz weiß. Aber am coolsten von diesem Pack, der in diesem Jahr released wurde, ist auf jeden Fall der lila. Deswegen habe ich den eingeblendet. Und ja, wie viel kostet der? So letzter Verkauf 280. Und wenn man jetzt kaufen will, 400. So roundabout, so für das Geld geht der weg. Jordan 4, ein sehr schöner Schuh. Diese Silhouette kam dieses Jahr auf jeden Fall wieder weg, wurde viel, viel mehr getragen als letztes Jahr. Letztes Jahr würde ich fast schon sagen, war Schuh des Jahres Jordan 1. Dieses Jahr kann man fast schon sagen, Schuh für die breitere Masse, der Jordan 4 sogar eher als der Jordan 1. Ja, wobei der Nike Dunk vielleicht eher noch, ja. Gut, auf jeden Fall, das ist Platz 10, Jordan 4 Metallic Purple, beziehungsweise das hier ist halt rot. Kommen wir zu Platz 9, einem Schuh, den ich leider nicht besitze. Vielleicht ändert sich das demnächst, vielleicht hole ich mir, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar nicer Schuh. Der Nike Dunk High in der Kollaboration mit Ambush. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr krasser Schuh. Sehr extravagant, beziehungsweise eigentlich nur der Swoosh extravagant und die Rückseite vom Schuh. Ansonsten ist es eigentlich ein relativ normaler Schuh, schwarz-weiß einfach. Gefällt mir aber sehr gut, dass dieser Nike Swoosh so absteht und das ist auch eine Kollabo, die man nicht alle Tage sieht. Ambush war es ganz besonders. Und dass die da sowas Cooles draus gemacht haben, anstatt einfach nur einen eigenen Colorway zu machen, sondern einen Schuh, der wirklich komplett anders ist als die meisten Dunks, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen ist dieser Schuh für mich auf Platz 9, der roundabout so für 400 bis 600 Euro
weggeht. Kommen wir zu Platz 8 und zwar ist das ein Nike Air Force One in Weiß, aber in der Kollabo mit Cactus Plant Flea Market. Hier White on White, gibt natürlich noch andere Colorways davon, aber auch hier muss ich sagen, eine Kollabo, die mir sehr gut gefällt, weil ich es immer halt feiere, wenn der Schuh wirklich modifiziert wird und nicht nur andere Colorways entstehen. Deswegen hier mit diesem fetten Air auf der Seite, was man auch schon von, ich habe gerade den Namen vergessen, aber es gibt so diese basketballmäßigen Schuhe, wo es auch eine Supreme Kollabo von gibt, die das genauso fett auf der Seite haben. Deswegen, ja, das hier ist wirklich ein sehr, sehr nicer Schuh und ein, vor allem ein riesen Klassiker, der Air Force One, der hier nochmal modifiziert wurde. Ein wirklich cooler Schuh und deswegen bei mir auf Platz 8, genau, 450 bis 550 kostet der. Das war Platz 8. Wir kommen zu Platz 7 und zwar ist es der Nike Dunk in der Travis Scott Kollabo. Viele Kollabos hier drin, einfach weil mich die ein bisschen mehr ansprechen als die Regular-Modelle, die man sonst halt überall bekommt. Hatte ich auch relativ oft an, sieht man eigentlich gar nicht, weil die Sohle halt nicht komplett weiß ist. Ja, die Schnürsenkel hier sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich hätte mal noch andere reinschnüren können, aber an sich finde ich, ist es ein sehr, sehr cooler, ikonischer Schuh, weil er auch irgendwie so ein Element hat, wenn du die relativ krass abnutzt, dann wird das hier irgendwie rosa oder so. Aber ich als großer Paisley-Fan nutze ich dann natürlich nicht ab, weil ich gerne dieses Muster beibehalten würde. Dieses karierte hier finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da hätte man auch was Cleaneres wählen können. Ich glaube, es wäre besser angekommen, wenn der auch hier einfach so dieses beige Leder hätte. Aber es ist halt dann mal was Extravagantes. Sehr, sehr cooler Schuh und deswegen für mich auf Platz 7. Der geht für 1.100 bis 1.400 Euro roundabout. Also ich rede jetzt immer von meiner Größe, US 8,5. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie der in anderen Größen aussieht. Aber ja, das war Sneaker auf Platz 7. Kommen wir zu Platz 6, einem Paisley-Van, also Vans sozusagen. Das ist so ein Exclusive gewesen von irgendeinem Store. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher das war. Aber den gibt es auf jeden Fall auch, keine Ahnung, StockX oder so. Und der kostet 80 bis 90 Euro im Resale auch. Sind halt einfach kleine Paisley-Elemente drauf. Und das ist auf jeden Fall ein Schuh, den ich dieses Jahr sehr, sehr oft und gerne getragen habe. Habe ich mir auch noch in Rot geholt. Einfach, weil es ein günstiger Schuh ist. Einer, der auch abgenutzt cool aussieht und den man theoretisch jeden Tag anziehen kann, der jetzt nicht zu viel ist und halt auch mal ein farbiger Schuh ist und nicht immer nur weiß oder schwarz. Ja, deswegen, das ist für mich verdienter Platz 6, war das, glaube ich. Genau, Platz 6 und der hat hier an der Seite noch so einen California-Schriftzug drauf. Nicht schlecht, ein bisschen extravaganter als jetzt normale Vans, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir zu Platz 5, einem Schuh, der wahrscheinlich safe demnächst irgendwann in meiner Sammlung auch noch landen wird, den ich aber nicht habe, und zwar ist der Air Force One Mid. Weiß ich nicht, ob der Air Force One Mid so ein beliebter Schuh ist, also die Ursprungssilhouette, aber diese Kollabo hier auf jeden Fall, und zwar ist es eine Kollabo mit Comme des Garçons. Das ist so ein Off-White-Farbton, also nicht sehr clean-weiß, sondern ein bisschen abgenutzt sieht das aus, ein bisschen ausgeblichen, und der Schuh besteht auch hier wieder nicht aus der normalen Silhouette in einem anderen Colorway, sondern da sind wie so die Lederpatches so ausgeschnitten und nochmal draufgeklebt und genäht und das sieht so unsauber aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Schuh kostet 260 bis 300 Euro. Also für eine Kollabo und im Vergleich zu vielen anderen Schuhen hier noch relativ preiswert. Deswegen denke ich, kann man sich ihn auf jeden Fall holen und ist für mich verdienter Platz 5. Dass der hier früher oder später kommt, war ja nur eine Frage der Zeit. Wir haben auf Platz 4 den Nike Air Dior, also Jordan 1 in der Dior-Kollabo. Ein Schuh, der dieses Jahr auf jeden Fall auch ausgemacht hat in der Sneakerwelt. Wir haben einen klassischen Jordan 1 in der Qualität von Dior-Sachen. Also der wurde in Italien genäht, feinstes Leder und so weiter. Alles unfassbar hochwertig und ist halt einfach so weiß, cremeweiß mit einem hellen Grau und dann haben wir hier das Dior Oblique Muster in dem Swoosh. Ich muss nichts dazu erzählen, jeder kennt diesen Schuh in diesem Jahr. Der liegt roundabout, also kommt wirklich auf die Größe an, 6, 7, 8, 9, 10K. Ich kann mal sagen, wenn man den jetzt auf StockX kaufen will, in meiner Größe kostet der 8.100. Ich denke aber, ihr bekommt den auf jeden Fall auch günstiger. Aber ein ikonischer Schuh, den ich niemals verkaufen würde, um jetzt das Cash zu machen, einfach weil das so ein Schuh ist, der so in so eine vernünftige Sammlung, sage ich mal, reingehört, weil das einfach so ein legendäres Piece ist. Habe ich dreimal angehabt, also ich trage den auch, der steht da nicht nur rum, aber jetzt auch nichts, was man so wirklich so jeden Tag anzieht. Wobei ich den eigentlich gleich, ich habe gleich noch einen Termin, kann man den eigentlich mal wieder rocken, jetzt wo es nicht regnet. Okay, das war Platz 4. Kommen wir zum Siegertreppchen und zwar haben wir auf Platz 3 den Nike Dunk Low Cactus Plant Flea Market Pure Platinum, also wieder eine CPFM-Kollabo. Ich weiß, dass wahrscheinlich hier die Meinungen super stark auseinandergehen, aber für mich ein sehr, sehr nicer Schuh. Also gefällt mir wirklich unfassbar gut. Vielleicht auch, weil ich diesen Icy Look so gerne mag. Nee, Spaß beiseite, aber ich finde ihn einfach sehr, sehr cool. So mal was anderes.
nichts, was so sonst immer gemacht wird. Und deswegen, der Schuh ist unfassbar teuer. 1.500 bis 2.000 Euro kostet der. Nichts, was ich mir jetzt in naher Zukunft holen würde. Ich sag's mal lieber nicht, weil wer weiß, was mich wieder reitet. No sexual, was? Und ja, aber gefällt mir einfach unfassbar gut. Und ist auch mal wirklich was Besonderes. Und deswegen ist der auf Platz 3. Wir kommen zu Platz 2, einem Schuh, den ich habe. Und zwar ist es der Nike Air Jordan 5 in der Kollabo mit Off-White. Habe ich mir auch vor kurzem erst geholt. Ich bin ehrlich, Jordan 5 waren immer slapped on von mir. Also ich habe die nie so wirklich auf dem Radar gehabt. Und vielleicht jetzt, weil es eine gehypte Kollabo ist, holt man sich die dann auch mal, beziehungsweise ich weiß nicht, ich habe mir die selber gekauft, ja, stimmt, habt ihr ja im Sneaker-Shopping gesehen, wollte gerade schon sagen. Bin ich auf den Geschmack gekommen, es ist wirklich ein unfassbar nicer Schuh, eine schöne Silhouette, sehr, sehr krasse Farben und die Qualität ist auch sehr nice. Ich glaube, das können die sich bei Off-White-Kollabos auch nicht anders erlauben. Erst zweimal angehabt, weil ich ihn auch erst frisch gekauft habe und ja, ein sehr, 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 sehr nicer Sneaker, Platz 2. Jetzt bin ich gespannt, ob viele damit gerechnet haben, welcher auf Platz 1 ist. Ich habe lange überlegt, aber eigentlich war es klar, weil ich diesen Schuh unfassbar gerne getragen habe und mir eigentlich gerne noch ein zweites Paar davon holen würde, einfach weil ich die irgendwann früher oder später so abnutzen werde, dass die eklig aussehen. Wir kommen zu Platz 1. Es ist der Jordan 4 in der Off-White-Kollabo. Ich finde, das ist ein so krasser Schuh. Dieses Beige, das ist einfach sehr, sehr krass und ich finde, der Schuh ist bequem, den hat nicht jeder, der ist aber auch nicht zu selten, sodass es dir zu schade ist, den anzuziehen. Es ist einfach ein geisteskranker Schuh. Den hatte ich dieses Jahr safe schon, keine Ahnung, 50 Mal an oder so, weiß ich nicht, vielleicht auch 40 Mal. Aber das ist ein Schuh, ich glaube der, den ich dieses Jahr am meisten so getragen habe, von den Hype-Schuhen, sag ich mal. Unfassbar nice und ja, deswegen mein Platz 1. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr mit der Einstufung hier zufrieden seid oder ob ihr sagt, ey, du hast den Schuh vergessen, der war super wichtig für mich. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Peace.